What the fuck? Ein Spiel, das 35 Stunden dauert? 19 rote Karten in einer Partie? Ja, das denke ich mir nicht aus. Und das sind noch lange nicht die einzigen schrägen Rekorde aus der Welt des Fußballs. Im Fußball gibt es viele beeindruckende Rekorde, die uns staunen lassen. Manche Rekorde sind aber auch absolut kurios. Wusstet ihr schon, dass es ein Spieler tatsächlich geschafft hat, nach 0 Sekunden Einsatzzeit vom Platz zu fliegen? Oder dass ein Schiedsrichter einem Spieler in einer Partie gleich dreimal die gelbe Karte gezeigt hat? Vorhang auf für die Top 5 der spektakulärsten und verrücktesten Fußballrekorde aller Zeiten. Schneller kann man nicht rot sehen. Am 24. November 1999 ist Walter Boyd im Trikot von Swansea City, Wales, in die Geschichte eingegangen. Der frühere Nationalspieler von Jamaika wurde in der Begegnung gegen den FC Darlington nach 0 Sekunden Einsatzzeit vom Schiri die rote Karte gezeigt. Wie das? Nachdem Swansea einen Freistoß bekommen hatte, kam Boyd als Einwechselspieler aufs Feld. Noch bevor der Schiri das Spiel anpfeifen konnte, schepperte der Jamaikaner einem Gegenspieler den Ellbogen volle Möhre an die Rübe. Fairplay geht anders. Mehr als 600 Tore in 35 Stunden. Der Ball ist rund und das Spiel dauert genau 90 Minuten. Dieses legendäre Zitat vom ehemaligen deutschen Nationaltrainer Sepp Haberger entspricht grundsätzlich der Wahrheit. Ein Benefizspiel in England zwischen den Costwood All-Stars Combray im Jahr 2010 geht aber etwas länger. Etwa nach 35 Stunden und über 600 Toren endete das Match. Cotswold gewann 333 zu 293. Und eigentlich wollten beide Teams noch weiterspielen. Wegen Dauerregens musste das Spiel aber abgebrochen werden. Wahrscheinlich würde sonst heute noch gespielt werden. 149 Eigentore in einem Spiel? Oh ja. Und das gab's wirklich. Der Verein State Olympique Elmiren aus Madagaskar hat in einem Spiel gegen AS Adema im Jahr 2002 149 Eigentore geschossen. Und warum? Aus Protest gegen die Leistung des Schiedsrichters. Kein Wunder. 149 zu 0. Ist immer noch ein Rekordergebnis. Ein Haufen Jammerlappen, wenn ihr mich fragt. Ein Spiel, 19 rote Karten. Episch war das Duell zwischen Recreativo Linens und Saladillo Algeciras. Sorry für den Aussprecher. In der andalusischen Amateurliga im Jahr 2009 eine fette Massenschlägerei mit Spielern und Fans. Führte zu einem Spielabbruch, der Schiri verteilte nachträglich 19 rote Karten. Mehr rote Karten hat es in einem Spiel noch nie gegeben. 13 Tore in einem Länderspiel. Der Australier Archie Thompson sorgte im April 2001 für einen heftigen Rekord, der wohl so schnell nicht mehr gebrochen wird. In einem Länderspiel der Socceros gegen amerikanisch Samoa erzielte Thompson 13 Tore. Bis heute hat kein anderer Spieler im Trikot einer Nationalmannschaft in einem Match so häufig getroffen. Australien gewann die Partie übrigens 31 zu 0. Crazy Shit, Hut ab. Wer nicht abonniert, hat einen kleinen. Ich mach nur Spaß. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.